muss sein, ne? Und deshalb haben wir einfach mal einen Gebrauchsgegenstand besungen. Die Rede ist von einem Kühlschrank. Trotzdem, da liegt mein Gewicht auf ganz hohem Niveau. Das sieht man dann am Bauch und auch am Po. Doch jetzt, da habe ich begriffen, worum's bei mir geht. Ich brauche sozusagen eine Mitternachtsdiät. Denn während nachts die Göttergattin schon die Schäfchen zählt, gibt's da immer diese Sorge, die mich quält. Ich glaube, mein Kühlschrank brennt noch nicht. Ob es aus ist, weiß ich nicht. Und wenn ich nachschau, ist es dann. Dann krieg ich Hunger und muss ran. Ich glaube, mein Kühlschrank brennt noch nicht. Das fällt bei mir voll ins Gewicht. Denn wenn ich nachschau, ist es an. Sieh das Essen und muss ran. Aber wenn ich morgens aufstehe, rede ich mir Müsli schick und hab dann auch die ganze Zeit die Kalorien im Blick. Ich jogge auch schon jeden Tag, wo macht das bitte dick? Ganz tapfer bis zur Kneipe und zurück. Auch Trennkost mach ich öfters, denn ich weiß ja, wie es geht. Die Pommes esse ich eine Stunde vor dem Schweinesteak. FDH nur noch drei Burger abends, doch was bringt Diät, wenn nachts wieder nur eins im Raum steht? Ich glaube, mein Kühlschrank brennt noch nicht. Ob es aus ist, weiß ich nicht. Und wenn ich nachschau, ist es an. Dann krieg ich Hunger und muss ran. Ich glaube, mein Kühlschrank brennt noch nicht. Das fällt bei mir voll ins Gewicht. Denn wenn ich nachschau, ist es an. Ich glaube, mein Kühlschrank brennt noch nicht. Das fällt bei mir voll ins Gewicht. Denn wenn ich nachschau, ist es an. Ich seh das Essen und muss ran.